Die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind die mit den reinsten Seelen in unserer Umma, die mit den besten Herzen und dem tiefsten Wissen. Und sie sind diejenigen von dieser Gemeinschaft, die am besten wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buch gesagt hat und was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Sunna uns gelehrt hat. Und ihre Taten sind diejenigen von den Menschen, die am meisten dem Koran und der Sunna übereinstimmen. Sie haben einen vollkommenen Ratschlag an diese Umma gegeben und waren die weitesten, was Neuerungen und Gelüste anging. Von den Rechten von ihnen gegenüber uns gehört, dass wir ihnen in dem zustimmen, was Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns berichtet haben über ihre Großzügigkeiten und guten Vorzüge. Und dass wir sie mit dem Herzen lieben und immer Allahs Wohlgefallen über sie sprechen, mit der Zunge und im Herzen. Warum? Weil sie haben uns vorausgeeilt und weil sie immer das Gute geboten haben und das Beste vorhergebracht haben. Und dass wir das Beste von ihnen nehmen und dass wir sie zu unseren Vorbildern machen. Und dass wir in unseren Herzen eine Reinheit haben ihnen gegenüber, sodass wir keine Hass oder Groll gegenüber jedem von ihnen nicht empfinden. Und wir müssen glauben, dass es streng verboten ist, sie zu beleidigen oder sie zu verfluchen. Denn darin ist wahrlich ein großer Widerspruch zu dem, was im Koran gekommen ist, über ihre Reinheit und über ihre hohe Position. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen allen das Paradies versprochen hat. Und wenn wir dies tun würden, wenn wir sie beleidigen würden, wäre es ein sehr, sehr, sehr schlechter Anstand gegenüber unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam, der uns immer befohlen hat, sie zu lieben und verboten hat, sie zu beleidigen. Er sagte: Beleidigt nicht meine Gefährten. Ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Wenn einer von euch so viel Gold spenden würde wie der Berg Uhud, so würde er nicht eine Handbreite von dem erreichen, was sie getan haben, und auch nicht die Hälfte davon. Es gebührt uns, dass wir nicht über das reden, was zwischen ihnen gefallen ist an Unterschieden, und dass wir fest daran glauben, dass sie, wenn sie etwas getan haben, sie darin ihre festen Bemühungen gemacht haben, die richtige Entscheidung zu treffen, und dass sie dafür belohnt werden. Wer also von ihnen mit seinem Wissen eine Anstrengung gemacht hat und richtig gelegen hat, so hat er zwei Belohnungen. Und wer etwas Falsches gemacht hat, so hat er eine Belohnung. Warum? Weil er sich angestrengt hat, die Wahrheit zu finden. Und wir müssen davor warnen, dass wir etwas verbreiten, was dazu führen könnte, dass man schlecht über sie denken könnte. Und wir müssen wissen, dass das meiste davon erfundene Lügen sind. Und alles, was ihnen zugesprochen werden kann an Fehlern, ist so klein und verschwindet im Meer ihrer guten Taten. Und wir glauben fest daran, dass es zwischen ihnen Stufen gibt und Positionen in der Großzügigkeit und in den Vorzügen. Die besten von ihnen, von den Sahabern, sind die rechtgeleiteten Gefährten, die Khalifen. Danach die 10, die mit dem Paradies schon zu Lebzeiten ihnen das Paradies versprochen wurde. Und danach die Leute von Badr. Und danach die Leute, die den Treueeid von Ar-Ridwan gesprochen haben. Als letztes gebührt ihnen, uns gegenüber, dass wir für sie Dua machen, Bittgebete sprechen, über ihnen Allahs Barmherzigkeit sprechen und für sie Allahs Barmherzigkeit und Vergebung bitten.